Der Auftraggeber dieses Stückes ist das Three Choir Festival, das älteste Musikfestival der Welt, was jedes Jahr stattfindet in Hereford, Gloucester und Worcester. Es ist kein Requiem, es ist kein Totengesang in dem Sinne oder keine Totenmesse. Und es ist auch kein Oratorium, obwohl es die Elemente des Oratoriums hat. Also es hat Solisten, Chor und Orchester. Es ist gemischt. Es hat lateinische Texte, die aus den Psalmen stammen. Es hat als zentrales Stück ein A Cappella, eigentlich ein A Cappella-Chorstück, das auf dem Psalm 91 basiert, dem sogenannten Soldatenpsalm, den viele Soldaten aller Länder im Ersten Weltkrieg in der Tasche hatten. Und es sind aber natürlich Texte der Dymock-Poets. In diesem Stück gibt es einen wichtigen Teil, also der ganze Mittelteil, basiert auf, ist mehr oder weniger ohne Chor, sondern nur für Sopran und Bariton und Orchester und basiert auf der letzten Begegnung zwischen einem der Dymock-Dichtern Edward Thomas und seiner Frau Helen Thomas. Also der letzte Abend, an dem sie zusammen waren, danach ist er nach Frankreich gefahren an die Front und ist in Arras ein paar Wochen danach oder Monate danach getötet worden. Und diese letzte Begegnung, also ist sozusagen so wie der Kern des ganzen Stückes, denn er beschreibt einerseits das Gefühl dessen, der weggehen muss und der dann sein Leben lässt, aber andererseits auch das Gefühl der Frau, die da bleibt und mit weiterleben muss mit diesem Gefühl des Verlassenwordenseins und dass er oder dass jemand nie wiederkommen wird. Ich habe mich doch sehr beschäftigt mit dem sogenannten Evensong, also den es hier in den englischen Kirchen gibt, so eine Art Abendgebet, der immer musikalisch untermalt wird. Und meistens durch die Knabenchöre, die also hier, oder durch die professionellen Sänger, die hier an der Kirche angestellt sind. Aber es gibt immer bestimmte Abschnitte, die vom Knabenchor interpretiert werden. Und den hatte ich im Ohr, als ich dieses Stück geschrieben habe und natürlich als ich es dann erweitert habe und dann natürlich die Vorstellung dieses Knabenchores in einer Kathedrale. Ich möchte nicht nur die Toten beklagen, ich möchte auch das Leben feiern. Es ist ungeheuer, also beglückend, ein Stück zu schreiben mit solchen Texten, mit solchen Möglichkeiten des Ausdrucks, also Orchester, Chor und Solisten und für einen solchen Ort. Ich glaube, es ist in ganz sicher auch in Deutschland, aber in England habe ich den Eindruck, ist dieses Gefühl sehr viel größer oder dieses Gefühl, die Betroffenheit, die mit dem Ersten Weltkrieg verbunden ist, über diese ganze Generation junger Männer, die in diesem Krieg verloren gegangen ist. In Deutschland oder vielleicht auch überhaupt in Kontinentaleuropa ist die Erinnerung an Krieg viel mehr mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden als mit dem Ersten.